Und wir nehmen die obere Box 15.972 zu 15.957. Geht der Kurs hier runter? Haben wir wie ähnlich wie gestern hier ein bisschen so eine Ping-Pong-Zone? Dann werden wir natürlich die untere Box nehmen. Aktuell 15.953, 54. So, es ist jetzt amtlich, wir sind short, 15.957 short und das war der Eröffnungstrade, sehr kurz, sehr schnell in den Gewinn gebracht und insofern schauen wir mal, ob wir die untere Box jetzt nehmen. Ich werde mich auf die untere Box auch nochmal konzentrieren, 15.935 zu 15.920, also erster Trade ist in den Gewinn gelaufen. Somit Freitag der 13. verabschiede ich mich für die YouTuber. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis Montag. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag der 13. August 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten unseren DAX-Trade vor. So, ich mache das Bild mal ein bisschen größer und wir sehen 15.600 hier oben oder 15.900. Also 15.900 bzw. 16.000 oder 15.900. Bei diesen Höhen, ja, kann das schon mal passieren, dass ich mich verspreche. Also, wo platzieren wir die erste DAX-Falle? Oben oder unten? Ich bin Optimist und versuche erstmal hier oben die Falle zu platzieren. Wenn der DAX also reinläuft, würden wir bei 15.992 Short gehen und bei 15.607 Long gehen. Gestern war wenig wohler. Gegen Mittag gab es hier drei kleine Boxen. Dann am frühen Abend, denn diese 22,5er ist auch in den Gewinn gelaufen. Kommen wir zu den linken Boxen, das sind die Volatilitätsboxen. Und da interessiert uns erstmal, wo kommt der DAX hier rein? 15.935, 15.935, 15.935, machen wir mal hier, ich platziere mal 15.935. Da wird es um den Daily Pivot. Daily Pivot für alle Gäste, Hochtief-Schlusskurs durch 3, liegt heute bei 15.915, also in der Nähe der sogenannten Big Number. Das wird also hier unsere zweite Falle sein, wenn der Kurs dort reinläuft. Wahrscheinlich werden wir eher die grüne Box als erstes traden. Kommen wir zu den Wettergroßlagen und fangen heute an mit den Kryptos und fangen an mit Ethereum. Vorlage, Zickzacklinie. So, jetzt schauen wir uns mal auf Daily Basis an. Der Markt ist auf Daily Basis long. Wir haben hier unten die Unterstützung, die gehalten hat. Ja, und die Bahn ist frei. 4 Stunden ist auch long. Gehen wir einmal auf die Wochenkerzen. Da sehen wir auch diese Dynamik. Wochenkerze auch long. Ja, Stunde sind wir auch long. 30 sind wir long. 15 und 5, da brauchen wir nichts diskutieren. Die Ampel steht auf grün für diesen Markt. Gucken wir uns dann den Bitcoin an. 45.000, erstmal auf Wochenbasis. Wochenbasis long, wir sehen auch auf Weekly Basis diese Korrektur. Das ist die Unterstützung gewesen bei diesem Niveau. Hier unten die rote Linie, der gleitende Durchschnitt ist immer noch im Rücken, das bedeutet, wir haben Rückenwind auf Tagesbasis long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 auch hier komplett grün, also long. Dow Jones, der amerikanische Index auf Wochenbasis long, eine schöne weiße Kerze hier, Daily Basis long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 Long und 5 Minuten Short. Und da sehen wir, da braut sich ein kleines, ja, eine Ansammlung. Gewitter würde ich nicht sagen.
So, Wochenbasis, Technologiebörse Nasdaq. Wochenbasis Long auf der Nasdaq. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. Also Technologiebörse Long. Kommen wir zu J.R. Ewing Öl. Wochenbasis Long. Die Wochenkerze. Wie gesagt, wie schon erwähnt hier, für mich als Shorty, die 45, 45 müssen wir runter. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. Und 15 Short. Und 5 Öl aktuell Short. Kommen wir zum Gold. Weekly Basis. Wochenbasis auf Gold Long, Short. Wir sehen es hier, die Wochenkerze. Auch hier kann man sagen, okay, wow, der Markt hat auf die Wochenbasis gedreht. Wir sehen das Tief im Gold. Das ist die Wochenkerze hier, wo mein Fadenkreuz ist. Auf Tagesbasis sind wir immer noch Short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5. Hier ist klar eine kleine Tendenz für eine Erholung zu sehen. Und kommen wir zum Good Old German DAX auf Wochenbasis, Long auf Daily Basis, Long auf 4 Stunden Basis sind wir Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, zum ersten, zum zweiten und 5 Minuten sind wir Short. Also auch hier ist der Markt Long. Und bei so einer psychologischen Marke von 16.000, die vor der Brust steht, durchaus denkbar, dass wir sie einmal sehen werden, ob es denn nachhaltig ist, das bleibt abzuwarten. Aber alle Shorties, mich inbegriffen, weil ich habe ja auch noch Short-Positionen, die ich krampfhaft hier halte und will das einfach nicht wahrhaben, dass der Markt hier keine größere Korrektur hat. Denn es sind ja August, September gute Short-Monate. Aber hier wieder das beste Beispiel. Der Markt hat recht. Kein Analyst, kein Miesepeter, der dem Markt seit Monaten short redet. Nein, der Markt hat recht und der Markt will steigen. Liquidität ist da. Wir haben natürlich nicht so viele Volatilität, aber wir sehen es, wenn man die ganze Zeit nur short geht und nicht flexibel ist in seinem Kopf, in seinen Handlungen, dann verliert man Geld. Ja, und deswegen immer ein Stop-Loss setzen, immer. Auch wenn man eine Meinung hat und die möchte man durchdrücken, dann sollte man nicht zu viel riskieren, dass dann das Konto irgendwie in eine Situation kommt, wo man nicht mehr rauskommt, sondern immer, auch wenn man festhält an einer Position, die muss so vertretbar sein, dass selbst 1000 Punkte, 5000 Punkte gegen dich laufen kann und du immer noch im Rennen bist und immer noch nicht pleite bist oder kein Margin Call hast oder wie auch immer. Das kann ich nur als Tipp geben. So, dann geht's weiter. Rainer, guten Morgen. Christian, guten Morgen.